Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei 119 Ego und Türen 2. Das ist die letzte Folge im alten Kartenmodus. Ich werde jetzt in diesem Modus, in dieser Folge, alle Fahrzeuge und alle Maschinen und Gebäude verkaufen, die mir jetzt im Prinzip nicht mehr brauchen werde. Außer, wenn wir die Lampen auch mal sehen. Dazu fahren wir den erstmal weg. Hier brauchen wir jetzt kein Futter mehr. Silage. Wir werden aber noch die Nacht voll durchspulen. Bis auf 0 Uhr. Das ist ganz wichtig. Damit ich das Geld von der BGH noch mitnehmen kann. Da ja mein Silo komplett voll ist mit Silage, gibt es da nur ein Problem. Das kriege ich noch nicht mehr verkauft. Das wird ja mindestens die ganzen 7 Folgen in Anspruch nehmen. Das will ich jetzt nicht. Mir nicht antun. Hätte ich ja normalerweise immer nebenbei gemacht. Also nebenbei fahren lassen und mit Kursplay und so. Und da hätten wir im Prinzip selber andere Arbeiten durchgeführt. Ne? Das ist nun nicht der Fall. Also das werde ich mir nun entsprechend gut schreiben. Das sind rund 10 Millionen für die Silage. Das sind ein bisschen mehr wie 4 Millionen. Ich werde mir 4 Millionen gut schreiben. Und dann ist es gut. Dann werden wir alle Gebäude verkaufen, vom Sägewerk über den Kuhstall, Heutrockner, Mischfutterfabrik, Lager, die einzelnen Salzstreuer. Gut, die Gülle lassen wir außen vor. Die Maschine ist ein bisschen laut, aber wir müssen ein bisschen leiser machen. Fahrzeuge gehen wir auf 20%. Speichern. Ja, wie ihr nun gesehen habt, gibt es einen neuen Let's Play im LS-Modus, kann man sagen. Ein bisschen anders gebaut. Den einen mögen es gefallen, den anderen vielleicht nicht. Ist Geschmackssache, ne? Ich werde mal versuchen, das entsprechend jetzt mal fortzuführen. Das heißt für mich aber auch entsprechend mehr Spaß, ne? Also Stress würde ich das nicht nennen, ne? Wir haben richtig Stress, in Anführungszeichen, müssen jetzt alles wegbringen. Kann sein, dass eine lange Folge wird. Und beim Umzug muss ich mir die Kühe mit rübernehmen und die Gerätschaften. Hoffe, dass es klappt. Rein theoretisch, ja, aber praktisch, weiß auch nicht. Hat aber auch schon ein bisschen nebenbei in der Woche ein bisschen weitergespielt, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ne? Also die ganzen Fahrzeuge, die jetzt da oben stehen, die habe ich mir dann schon mal teilweise hergefahren. Ne? Also sehr viele sogar. Ich habe nebenbei das Lager leer fahren lassen. Mischfutter vor allen Dingen. Und den Rest vom Getreide, Soja und so, ne? War ja zwar nicht viel, aber ist doch einiges. Man sieht hier 3,3 Millionen. Ist doch einiges angekommen, ne? Was wir noch machen müssen, ist die Felder aufschreiben, die uns gehören, und verkaufen dann. Mein gut, wenn ich ein Feld dann nicht mehr kaufe, ist es auch okay, ne? Aber die Summe halt müssen wir halt sehen, dass wir das verkaufen, das hinkriegen, dass wir die ganzen Bereiche dann verkaufen, ne? Ja, diesen Bereich hier alles komplett verkaufen. Die Hallen habe ich schon verkauft. Das andere will ich noch verkaufen. Maisgebiss, muss man sehen, ob das beim Händler zurücksetzen werde. Weil extra mit dem Drescher herfahren ist auch ein bisschen blöd. Muss ich mal sehen. Am besten mache. Weil hier wird ja alles, das würde vielleicht nicht schlimm sein, das wird dann in Luft hängen und runterfallen. Ne? Ich würde es riskieren, sag mal so. Wo die richtig teuren Geräte will ich jetzt mal nicht da liegen lassen. Ne? Der Güllefass hier mit dem Gärresendüngen der Felder, funktioniert ganz gut. Ist aber sehr aufwendig in der Zeit. Ne?
Aber wir haben ja wieder früher Zeit. Wir beginnen jetzt, wir hören im Herbst auf, starten dann im Winter rein und würden dann im Prinzip voll im Frühling beginnen. Also wir würden im Prinzip den Winter überspulen. Ne? Das ist im Grunde perfekt. Die Ernte ist drin, das ist wichtig. Es kann dann sogar zwei Folgen werden, dann müssen wir sehen, wie ich es kriege. War viel zu fahren. Ne? Man könnte auch die Geräte verkaufen und dann vielleicht wieder einkaufen. Aber das ist ja hoher Preisverlust, kann man sagen, ne? Weil ich hab richtig rum überhaupt. Tatsächlich. Weil die Geräte haben ja einen Wertverlust. Das müsste mir dann im Prinzip wieder beim Neukauf vorher ausrechnen und dann aufschreiben und gut rechnen. Das ist aber ein bisschen aufwendig, als wenn ich das in die reine Summe X nehme und dann also oben die 3 Millionen plus die ganzen Grundstücke, also Felder und so. Und die 10 Millionen von der Silage. Ich gehe davon aus, dass die Silage, die kostet dann für BGH. BGH ist outlaggebend. Ich sag mal, globaler Markt, das wäre ein bisschen unfair. Das wäre Silage. Ich habe 250 gerechnet. Also das ist schon mal nicht schlecht. Aber 10 Millionen ist ein guter Preis. Gut, da könnte man noch eine Million dazu nehmen für irgendwelche Unkosten hier für Terraforming und so. Hat ja auch mal Geld gekostet, ne? Aber das lässt sich, glaube ich, ganz schlecht jetzt berechnen, was immer gekostet hat. Ne? Ich habe ein Muster hier. Ab hier alles aufschütten. Ne? Die ganze Ecke musste entsprechend noch gepflastert werden. Ne? Schon sehr aufwendig. Also geldmäßig gesehen. Ne? Ja, den werden wir bald brauchen, denke ich mal, im Frühjahr noch einen zweiten dazu kaufen. Schätze ich mal. Ja, und wenn es reicht, ne? Und noch zwei, drei dazu kaufen. Wir haben Traktoren, haben wir hier, glaube ich. Ganz gute, die das packen können. Denn 100% sind die Felder wieder so, dass wir nicht flügen müssen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr umziehen müssen normal. Zeitlich gesehen wäre es jetzt so, rein theoretisch, also rein praktisch auch. Im November wäre normal LS21 gekommen. Wenn das normal gelaufen wäre, das Jahr. Ich sage nicht wegen Corona, ich sage wegen der Planung von der PlayStation 5 und der Xbox, wo sie die Daten nicht hatten, um entsprechende ja, Performance-Technik was machen zu können. So habe ich es verstanden, was mir gesagt wurde. Und ich nehme mal nach dem DLC, wenn er draußen ist, jetzt werden sie noch voll dran arbeiten, für Alpine. Alpine DLC. Das werde ich mir zulegen, aber nur wegen der Geräte, ne? Also wegen der Karte nicht. Die Karte halte ich nicht für, na, ist nicht mein Geschmack, ne? So kleine Felder. Ja, wer es mag, ist schön, kann es machen, aber ich persönlich liebe eigentlich doch die großen Karten. Gut, bei Kettle Cops ist auch eine kleine Karte. Ist aber doch was anderes als jetzt hier, ne? Und zum Eingewöhnen ist eine kleine Karte ganz gut. Und ich hoffe ja, da mal irgendwann jemand da eine eigene Karte kreiert, ne? Wer genau und das machen würde, keine Ahnung. Aber so viele umsteigen werden von LS auf gleich auf komplett auf, glaube ich eher nicht. Denn wenn einer hier das voll gewohnt ist, der wird sich nicht gerne umstellen wollen, ne? Aber die Chance für Kettle Cops ist, dass kein LS neu rauskommt dieses Jahr. Das heißt, viele werden sich dann sagen, aus Neugier, was Neues, ich probiere das aus. Ist auch aktuell im Angebot für 23 Euro bei Steam. Bis zum 22. Oktober. Weil ich mich richtig erinnere, also legt mich jetzt da nicht fest, aber so ungefähr kommt es hin. Also ich persönlich finde das Spiel schon empfehlenswert.
Ne? Bei mir ist es nicht so, dass ihr bei mir jetzt irgendwie einkaufen könnt. Da bin ich jetzt kein Partner, aber ihr könnt ja euch frei entscheiden. Entweder direkt bei Steam oder irgendjemand, den sie unterstützen. Ne? Also, ich will jetzt keinen nennen, aber es gibt sicherlich einen oder anderen, der das entsprechend anbieten würde. Aber ich kaufe meine Spiele allgemein bei Steam. Hat den großen Vorteil, ich brauche nicht zum Laden laufen, zum ersten, zum zweiten, wenn ich mal deinstalliert habe und wieder installieren will, dann brauche ich nicht ganz groß mir die CD raussuchen oder DVD und alles, ja, geht auch, und runterladen musst du patchen oder so, ne? Und das Spiel wird immer aktuell gehalten, das ist ganz wichtig. Ob das drinnen bleibt, mal schauen. Mein Wenn ist auch egal. Deswegen werden wir das halt nicht verkaufen oder das Lager einlagern. Die Silageball lassen wir auch liegen. Den Modus, den ich machen will, wird es eigentlich liegen bleiben. Ja, die Kühe. Ja, gut. Da werde ich versuchen, die mitzunehmen. Habe schon einen Plan. Ob der klappt. Ich hoffe es. Und jetzt, wenn die Kühe nicht klappen sollte, ja gut. Dann ist es halt so, ne? Dann würde ich sie mir aber trotzdem hinterher geldmäßig gut schreiben, ne? Also ich würde das schon versuchen, dann mir dieselbe Anzahl an Kühen zu haben, ne? Ich habe ja jetzt fast 500 Kühe, Milchkühe, und ich glaube 50 männliche Tiere, teilweise schon schlachtreif, ne? Also jetzt ach so, in neuen Karte ist ein Schlachthof. Interessant, ne? Schlachthof interessant. Ja, wisst ihr, die Zeit, die rast ganz schön. Ich mache heute Überlänge, Montag, ne? Um das hinzukriegen. Dass wir am Dienstag einen neuen Folge starten können. Den Umzug werde ich nicht aufnehmen, das ist mir, da bin ich nicht so, gewandt drin, dass ich alles zeigen kann. Ich möchte das jetzt nicht direkt als toll anbieten, weil wenn es ein bisschen verkehrt läuft, das möchte ich nicht. Ich möchte da jetzt nicht so festlegen. Wenn schief geht, ich glaube schief, und dann meistens auch nicht. Ich kann da ein Video empfehlen von Fat Action auf seiner Homepage. Da ist ein Link zu einer Video direkt, wo er seinen Umzug erklärt, von der Einfach- auf die Vierfach. Und da zeigt er auch die Fahrzeuge und die Tiere. Wer das dann direkt mal sehen möchte, da kann man es direkt sehen. Ne? Einfach googeln, Fat Action Homepage zum Beispiel, damit man es finden. Oder direkt auf seine YouTube-Seite gehen, da ist auch ein Link da. Ich habe, glaube ich, eine Karte, einen Link mir auch drin im Kanal. Im Grunde ist ja egal, wie es erklärt wird und welche Karte erklärt wird. Entscheidend ist, dass es mal gezeigt wird, ne? Kühe sind in der Eintemp-Datei, das Geld auch, glaube ich. Und im Speichersafe, Spielstand immer vorher absichern. Dann, wenn doch was schief gehen sollte, könnt ihr zur Not immer noch im alten Spielstand weiterspielen, ne? Gibt zwar noch eine Sicherungsdatei in LS, aber man muss nur Rechtsklick kopieren, neue Ordner eingeben, Spiel, LS, Karte sowieso, Datum dazu, und dann einfügen, dann hat man eine Sicherung, und man ist da gefeind gegen irgendwelche Probleme, die man hinter tot ärgern würde. Ne? Es ist nie von Schaden, einen Spielstand mal zu kopieren und zu speichern. Falls sich doch mal irgendwo ein Fehler einschleicht durch den Mod, dass sich eine Karte nicht laden lässt, dann kann man immer noch sagen, okay, ich gehe halt mit, zwei, drei Wochen zurück oder eine Woche im Idealfall, ne? Und dann habe ich halt wenig Verlust. Und ich muss nicht alles normal machen, ne?
Ja, Thüringen, Regen. Ich weiß nicht genau. Ja gut, das ist der Geomod von der Karte hier. Für Thüringen habe ich ja gesagt keinen. Ich habe einen genommen von Bayern. Weil Bayern ist ja regional dicht bei an die Thüringen. Ja, an der Grenze kann man sagen. Und Bayern ist ja auch viel höheres Mittelgebirge, kann man sagen, ne? Also teilweise richtig hoch mit 500 bis 700 Meter und aber auch entsprechend tief mit Tal, ne? Also mit entsprechenden Wetterlagen kannst du auch entsprechend viel Regen geben. Aber so viel wie hier fällt, ist glaube ich nicht normal. Ja, aber da hätte ich die Geräte, ne? Muss sagen, ne? Der Regen macht alles sauber. Die werden wir auch brauchen, da sind Standard-Maschinen bei und Mods. Die Standards werden wir auch verkaufen beim nächsten Mal und dann nur wirklich Mods nehmen, weil wir werden jetzt auch mehrere neue Fruchtsorten noch zukommen. Klee, Luzerne und so ein Zeug. Das wäre mal eine Alternative. So, dann sind die Geräte weg. Wir müssen das verkaufen. Hier 1, 2, 3. Und den nächsten Traktor und die. Ja, also die Geräte da oben könnten eigentlich stehen bleiben, weil das ist ja Originalhöhe. Wir müssen nur, da können auch stehen bleiben, das ist auch Originalhöhe, das ist nicht so hoch. Das kann stehen bleiben, weil das ist ja da eigentlich die Originalhöhe, das ist die Wiese. Gut. Dann haben wir hier schon mal fertig. Später mal so einfallen lassen. Ich weiß nicht genau, ob wir das so wieder hinkriegen oder auch so haben wollen. Den Futtermischwagen. Den fahren wir noch weg. Und hier ist doch ein bisschen tiefer. Den Stall mal verkaufen. Das Förderband riskiere ich mal einfach. Das ist noch nicht so tragisch. Das setzt sich zur Not zurück oder ich verkaufe es halt, ne? Und mit den anderen Geräten, die aufstehen. Könnte ja die Mischration. War da was drinne gewesen. Den Hänger gleich voll machen, damit die Kühe gleich beim nächsten Mal versorgen können. Ein paar Zentimeter. Ja, neuen Karte soll es ja nun Baustellen gehen, ne? Und das gibt es ja wieder Probleme bei Augenreif. Aber gut, dann immer so ein Kauf. Da werden wir flexibel sein, sag mal so, ne? Es soll jetzt jede Jahreszeit eine andere Baustelle geben, jede Jahreszeit. Und die tauchen dann plötzlich wieder auf. Ich sag mal so. Wir werden dann den Augenreifkurs entsprechend anpassen. So, den machen wir noch voll. Falls wir dann gleich füttern können und dürfen. Ich weiß nicht, ob der Inhalt mit rübergenommen wird, das weiß ich jetzt nicht, aber falls doch, dann haben wir es zumindest, ne? Und wenn nicht, globaler Markt, Kurs einfahren und dann gleich hierher und hier einlagern und dann können wir das. Weil der globale Markt ist ja nun fest verbaut nachher. Da oben, wo das Getreide AG ist, bei diesem Ort, von hier aus gesehen links. So. Dann werden wir jetzt die Hallen verkaufen. Dann gehen wir hier rein. Ne, da nicht. Gut, speichern ist gut. So. Garage. Wir gucken mal. Wie gesagt, die drei Geräte sind eins da hinten noch und eins ist hier vorne. Die zwei sind hier vorne, glaube ich. Nehmen wir mal so einen Kauf. Den haben wir auch noch da hinten gehabt, im Wald. Den verkaufen wir gleich. Oder den können wir ja zurücksetzen. Zur Not. So. Viele Gewichte. Den. Kaufen. Das können wir stehen lassen. Den verkaufen wir auch. Na, Strohballen drin, ja.
Passt eh. Unser Sägewerk. Weil das ist auch fest verbaut. Das ist unsere Silage. Weiter Sägewerk. Dann Mischfutter. Was drinnen wird auch verkauft. Vermeter. Da war mal drin gewesen, aber gut, das ist mir jetzt egal. Gut. Weil das schaffe ich ja zeitlich gesehen nicht. Ballentwickler. Denn globaler Markt. Da müssen wir mal gucken. Ob wir was verkaufen müssen noch, ne? So, das macht 1 Million bis jetzt. Gehen wir kurz im globalen Markt. Da liegt noch einiges rum. Und den Takt werden wir gleich mitnehmen. Sonst ist er hier mit in der Erde verschwunden. So, globaler Markt. Mal gucken, was drin ist noch. Am Waren. Wie unser ist leer. Gut. Das lassen wir so drinnen, die Paletten. Vielleicht kann ich bei Gelegenheit mal die Paletten her zum Verkaufspunkt bringen nachher. Wenn wir Zeit haben. Den fahren wir auch noch zum Acker. Gleich links. Denn Acker ist ja Originalhöhe und das ist dann halt ideal, ne? Und noch Silage drin, das macht aber nichts. So, was haben wir noch alles? Ich sehe noch nichts mehr, ne? Da hinten ist unser Traktor mit Milch. Im Stahl wäre noch ein bisschen Milch gewesen, aber der Trigger ist so ungünstig zum Randfahren. Da würde ich mal sagen, sind 80.000 Liter ungefähr. Das ist mir egal, ne? Pinose haben wir hinten noch. Na gut, den lassen wir stehen. Der ist ja im Wald. Wald ist ja Originalhöhe. Wenn da neue Waldbäume kommen, müssen wir halt uns rausarbeiten, ne? Er muss sich auch im Frühjahr ein bisschen Zeit finden. So. Haben wir Deckel zu. Dann gucken wir weiter, was wir kaufen können. Garage. Da verkaufen wir auch. Globaler Markt. Verkaufen. Tankstelle verkaufen. Das könnte Probleme bringen bei der nächsten Version, wenn die da stehen bleiben würden, ne? Weil ich das mitnehmen möchte. Darum verkaufen das mal jetzt. Das nicht. Kirche. Haben wir noch einen gehabt? Lampen. Ja. Wir kaufen die mal. Ich weiß nicht, ob die Probleme machen nachher. Ne? Das ist eher das Problem. Sonst wäre das nicht so tragisch. Vom Geld her müssen wir darauf verzichten, zur Not. Aber ich sehe eine lange Folge. Das wird, den Rest mache ich jetzt alleine, Verkauf und so. Ich sag mal tschüss und ciao. Und dann sehen wir uns wieder in der neuen Karte mit neuen Kommentaren. Tschüss und einen schönen Tag noch und schönen Dank fürs Reinschauen. Bis dann und tschüss.